Herzlich willkommen bei Skyrim Anniversary Edition. Heute geht es um die guten alten Händlertruhen, die sehr leicht zu erreichen sind. Und heute zeige ich zwei davon, die ziemlich unbekannt sind, und zwar in der Akademie von Winterfeste. Da hinter mir ist der Eingang. Und von dem Eingang aus einfach hier nach rechts laufen, zu dieser Tür hier. Halle der Bekräftigung, rein da. In der Halle der Bekräftigung jetzt einfach beachten. Wir sehen hier diesen dunklen Linien auf dem Boden. Einfach schauen hier die erste Linie, die zweite. Bei der dritten bleiben wir stehen, gehen zu dieser Säule hier. Mit unserem Gesäß bzw. Hinterteil gehen wir jetzt gegen die Säule, sodass wir an der Säule quasi ranstehen. Und jetzt schauen wir nach unten. Wenn nichts passiert, einfach nochmal hinsetzen. Und hier nochmal schauen, ich erinnere dann, da sind immer so kleine Pixel, da hat man es gerade gesehen, die man treffen muss. Und hier, der Pixel ist getroffen. Man kann das Ganze am besten in der First-Person-Perspektive machen, aber hier, wenn man geschickt ist, klappt es auch in der dritten Person. Also hier war es nochmal. Okay, und jetzt, wo wir es gefunden haben, einfach E klicken. Und wir sehen, das ist eine Truhe, in der die Sachen liegen, die die Magier hier verkaufen. Das heißt, Vorteile für uns sind vor allem Seelensteine, die hier auch geladen sind. Natürlich sind sie je nach unserem Level dann für uns zugänglich. Das heißt, wenn man mit einem kleineren Level hier hinkommt, dann werden wahrscheinlich eher kleine Seelensteine hier sein und nicht so wie hier die großen. Es gibt immer wieder Gold zu holen. Hier nochmal geladene, ein mächtiger geladener Seelenstein. Also lauter Magiersachen, Spruchrollen, Zauberbücher, alles sehr leicht zugänglich. Und ja, das ist quasi wie Cheaten, aber das kann auf der Schwierigkeitsstufe Legende auch sehr hilfreich sein, wenn man zum Beispiel, weil man zum Beispiel immer seine Waffen laden muss, und es ist gut, wenn man genügend Seelensteine hat. Okay, aber das ist nicht alles, das war die eine Truhe, und wenn man hier ein bisschen weiterläuft, genau die gleiche Linie, dann sieht man, kann man hier auch eine andere Truhe antreffen. Gerade war sie hier, der Pixel. Am besten kann man auch hier so ein bisschen von der Seite, da war sie wieder. Moment. Einfach ein bisschen suchen. Das ist wieder ein kleiner Pixel, den man hier treffen muss. Und am besten solche kleinen Bewegungen machen mit dem Ziel, damit wir es treffen. Wenn das sehr schwierig ist, dann einfach während wir diese Bewegung machen, einfach die ganze Zeit E klicken, beziehungsweise je nachdem, welche Taste das auf einer Konsole ist, also die Taste des Interagierens, klicken, und wir sehen, auch die andere Truhe ist jetzt geöffnet. Hier sind also ähnliche Sachen, Gold, Seelensteine, Sachen für Magier, Roben und Zauberbücher. Also zwei Truhen hier auf dieser einen Linie. Also meiner Meinung nach ein Glitch, der natürlich ziemlich hilfreich sein kann. Aber wenn man mit solchen Glitches übertreibt, dann kann es einem natürlich auch die Interesse so ein bisschen zerstören. Es gibt natürlich weitere Truhen. Ich hatte bereits ein Video gemacht, wie man eine Truhe an den Städten Einsamkeit und Dämmerstern findet. Aber auch das sind nicht alle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt eure Meinung zu solchen Glitches in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Ciao.